Heute Jürgen, es ist schön, euch heute hier zu sehen. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen, auch nach so langer Zeit. Heute Jürgen, ja, macht ihr's euch nur schön mit mir. Ihr habt's gut, ich muss ständig stehen. Doch jetzt seid ihr mal dran, Achtung! Da hat keiner was gesagt, aber wenn Sie unbedingt müssen. Ihr seid aus dem Takt. Jetzt kommt die Stelle. Ihr trinkt Kaffee, ich trinke Tee bei mir. Die Frühstückseier esse ich weich. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinterm Deich. Ich bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Come on everybody! Bin ein Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Wozu sieht ein Glück, dass es nur sieben gibt? Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho! Hey zu spüren, dann weiß ich, du bist wie ich und das ist gut. So bist du, du, nur du. Wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, lass deine Warze hier. Und deine Warze finde ich so geil an dir. Und ich danke dir dafür. Kleine Kinder frisst und dabei immer schlimmer lacht. Oh, viel schlimmer lacht. Drum wird sie in stiller Nacht von Hans und Gretel umgebracht. Wir haben ja eine Version gesungen.
Stimme von einem großen deutschen Sänger. Und das ist Herbert Grönemeyer. Draußen ist es bitterkalt. Zwei Kinder gehen durch den Wald. Was soll das? Sie kommen an ein Knusperhaus. Da schaut eine alte Hexe raus. Was soll das? Was soll das? Wie die ihr Gesicht verzieht. Ein Anblick, den man nicht gern sieht. Was soll das? Was soll das? Womit haben wir das verdient? Dass wir uns wie Blöde angrien. Warum hat man uns nicht wenigstens gewarnt? Die Hexe bekommt zum Schuss eins genau auf die Nuss. Und dann ist das Märchen Schluss. Noch eine Version von Hänsel und Gretel. Sie rennen rum mit der Schnauze voll, der Wald ist so leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, wissen den Weg gar nicht mehr. Ihr GPS macht Probleme, scheint kein Netz hier zu sein. Hänsel und Gretel allein, ihnen fällt nichts Besseres ein. Haben heute schon vergessen, wo sie gestern noch waren. Haben nichts mehr zu essen, machen Selfies im Wahn. Können nicht stehen und nicht liegen, nur noch Buschwerk und Laub. Sie glauben beide, dass es passt, doch sie passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, sie hören sie nicht mehr. Doch eine andere Stimme summt, Kinder, kommt doch mal her. Und ein Knusperhaus steht da, wo noch eben nichts gewesen. Und eine Hexe kommt raus. Und sie schwingt sich auf den Besen, sie hebt ab. Sie hebt ab. Nichts hält sie am Boden. Alles blass und grau. Ist vor lange nicht geflogen. Übers Knusperhaus. Jetzt fliegt sie einen Bogen. Ist die total stockblau. Sie hat den Ball von oben. Knallt voll ins Knusperhaus. Denken Sie dran, kein Alkohol am Steuer. Sie können ja jemand anfahren und dann verschütten Sie alles. Ihr wisst, ich sing für euch die ganze Nacht und ewig weiter, doch nicht für Geld. Mein schönster Lohn ist, wenn ihr lacht und ihr seid heiter, dann bin ich froh, mehr brauche ich nicht. Das sag ich laut und frag euch leise, nur mal im Ernst. Glaubt ihr das echt? Ihr habt ne Meise. Ja, meine lieben Karnevalsfreunde, im vergangenen Jahr avancierte er zur größten Neuentdeckung am Berlin-Brandenburger Karnevalshimmel. Logisch, dass wir ihn auch dieses Jahr dabei haben wollten. Er kommt hier aus der Lausitz-Metropole und gilt als einer der besten Imitatoren des größten Blödelbaden Deutschlands. Auf Henry Frenzel, alias Otto, lassen wir die erste Rakete des Abends steigen. Auf geht's! Stufe 1! Stufe 2!